Passt so? Ich weiß nicht, du müsstest wissen. Ah, es macht eine Slideshow. Ganz scheiße. Sorry, ich wollte nicht spoilern. Is there anybody that doesn't speak German, by the way? Okay. Passt. Zwei Minuten. So toll. Ihr wisst ja, dass es ein Bash-Talk ist, gell? Okay, dann fange ich einfach mal an. Ich spreche heute über einen Bash-Style-Guide, den ich angefangen habe vor einiger Zeit, im Endeffekt, und erweitert ein bisschen Research, den ich über die letzten Jahre gemacht habe, bezüglich was man irgendwie so testen kann bei Bash. Und was es irgendwie für coole Projekte gibt, über die man halt irgendwie so stolpert über die Jahre als Sysadmin und Bash-Skript schreiben. Mein Name ist Aaron, ich hackle als Consultant im IT-Infrastrukturbereich und IT-Security und High-Performance-Computing, aber gerade nicht mehr so. Und ich habe über die Jahre ziemlich viel Bash-Skript geschrieben, wie vermutlich viele von euch, weil der Raum ist voll, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich sitze mit zwei Greybeards. Ich bin gerade am Anfang an. Fuck, das ist voll. Finde ich witzig. Jo. Dann sag ich schon so, ich gebe eine kurze Introduction zu dem ganzen Thema. Wie ich auf diesen Style gekommen bin, was Leute üblicherweise so falsch machen. Und ich habe da leider kein Preview. Und ein paar Sachen über Modern Bash Scripting. Sorry, ich habe den Talk schon mal bei einem Meetup gegeben, deswegen steht er 2014. Also ein kurzes, ich habe den das letzte Mal auf Englisch gegeben, ein kurzes Caveat emptor. Bash ist natürlich kein Ersatz für irgendeine von euren High-Level-Programmiersprachen. Heutzutage jeder gute Sysadmin verwendet Perl, Python, Ruby, Haskell, die Leute, die irgendwie im Computer Science Studium aufgepasst haben. Bash ist gut für eine Sache, wenn man das Admin hackelt oder auch im Development für Staging oder generell Scripting von Projekten als Glue, um Sachen zusammen zu gluen im Userland. Und dafür ist es eigentlich ungeschlagen. Bash ist auf allen Plattformen verfügbar, heutzutage auch auf Solaris und FreeBSD. Und ja, auch auf Embedded Devices. Das ist scheiße, dass ich da kein Preview habe, sorry. Ich werde euch da noch kurz nerven müssen. Yes.
Wir sind nicht zu früh dran. Wo sind die Spiegel? Okay, warum auch immer das funktioniert nicht, ich werde einfach an die Wand schauen müssen. Es geht nicht nur um meinen Style Guide, es geht um ein bisschen mehr, dass ich über die Jahre irgendwie so erfahren habe beim Bash-Skripten. Der Grund, warum ich den Talk gehalten habe und vorbereitet habe, ursprünglich war das für ein DevOps-Meetup in Wien. Aber ich habe mir gedacht, das ist generell sinnvoll, das mal auch sofort zu sagen, dass die meisten Firmen, egal ob Startups oder große Companies, Banken, HPC-Environments, mit denen ich gearbeitet habe, eigentlich alle auf Bash aufbauen oder zumindest irgendwo in der Development Toolchain, die sie haben, oder in der Production, in dem Production Environment Bash fahren. Und das in unterschiedlichen Qualitätsausmaßen. Also ich habe das gesehen von Scripts, die irgendwie mit dem falschen Input crashen, bis hin zu Sachen, die einen Kernel Panic schmeißen, weil sie irgendwo in Proc Sachen reinschreiben. Das ist halt dann ist spannend. Ne? Jeder von uns verwendet Bash auf einer Daily Basis. Die meisten Leute von euch verwenden es als normales Utility, wenn sie in die Shell gehen und irgendwelche Sachen zusammenpipen. Viele Leute wissen gar nicht, was Bashing alles kann oder wie man Bash-Code richtig schreibt, weil viele Leute einfach den alten Born-Shell-Code abschreiben sozusagen. Einige Bash-Skripts, über die man so stoßt, egal ob über Stack Overflow oder in der Arbeit als Consultant oder in Firmen als Developer, schauen aus wie Obfuscated Code Contests. Das haben sicher schon einige gesehen. Es gibt ziemlich coole Style Guides für Bash, also wie man halt irgendwie Bash-Code richtig schreibt, sodass er leserlich ist für andere Leute. Es gibt relativ viele von denen. Es gibt einen von Google, der ziemlich gut ist. Es gibt auch einen ziemlich guten Google Python Style Guide. Das kennen vielleicht ein paar Hardcore-Python-Coder. Die sind alle ziemlich praktisch, aber die sind sich meistens nicht einig, wenn es um ein paar Details geht oder um coole Dinge, die man halt irgendwie verwenden kann von Userland. Es gibt ziemlich viele Bücher über Bash, die meisten sind ein absoluter Scheißdreck. Ich habe irgendwie schon Bücher gesehen, die irgendwie generell R-Press-Bücher, kauft nie R-Press-Bücher. Wie gesagt, ich kenne kein einziges gutes Buch über Bash. Die beste Ressource, die ich bisher kenne, ist das Bash Hackers Wiki. Das ist wirklich ein Hammer, da steht eigentlich alles drin, was man zu Bash wissen kann. Bis auf ein paar Internals, was irgendwie die Implementierung angeht. Also ich habe angefangen vor so 2 Jahren Bash-Style-Guides, Write-Ups, Tutorials und Best Practices für Bash-Coding zu sammeln. Das klingt kurios, ich bin sonst nicht der Mensch, der irgendwie alles in Bash macht. Ich habe es eine Zeit lang probiert, man kann viel in Bash machen, man sollte nicht alles in Bash machen. Also wenn man anfängt, Krypto-Algorithmen in Bash zu schreiben, keine gute Idee. Es geht, aber... Ich habe das Ganze in einem riesigen Community-Driven Effort irgendwie combined. Das ist ein fettes GitHub-Repo, wo Leute Pull-Requests aufmachen können, wenn irgendwas an einem Style-Guide nicht passt oder wenn sie coole neue Ideen haben für Beispiele. Ich habe einige coole Submissions bekommen dafür. Der Talk ist eigentlich dafür da, um Leute mehr darauf aufmerksam zu machen, vielleicht ein bisschen mehr Input zu bekommen. Ich habe sicher auch Fehler gemacht. Und über die Zeit haben die Leute dann angefangen, irgendwie da eben Sachen beizusteuern. Es ist nicht nur irgendwie ein Style-Guide. Ein Style Guide, wenn man einen reinen Style Guide will, ist der Google Guide eigentlich ziemlich gut. Es gibt einen von Red Hat auch, der ganz nice ist. Der Unterschied ist, dass ich auch einige Fehler reingetan habe, die Leute üblicherweise in Bash-Scripts machen. Also was ich halt irgendwie in der Arbeit bei unterschiedlichen Firmen gesehen habe oder was man teilweise auch bei Open-Source-Projekten sieht. Als Beispiel Debian hat zum Beispiel ziemlich feinen Bash-Code, wenn das schon mal jemand gesehen hat. Und ziemlich viel hat früher irgendwie auf Bash aufgebaut in Debian. Das ist viel auch in C neu geschrieben worden zum Teil. Ich habe auch einige Sachen zusammengetragen, was irgendwie spezifische Shortcuts sind, um halt nicht unbedingt 5 Sachen in Linux irgendwie in der Shell zu pipen, weil es irgendwie vielleicht ein Userland Utility gibt, das sowieso besser kann. Das ist ein Beispiel für ein cooles Example, das gleichzeitig cool und irgendwie schlecht ist. Es gibt ein RPM to CPIO Tool für Red Hat. Red Hat Pakete sind mit in CPIO, das ist das Format gepackaged. Das Debian Package ist 1044 Kilobyte groß. Es gibt das Ganze auch als Bash-Skript in 4 Byte. Das schaut so aus. Ich weiß, man kann sich schon lesen, sorry. Aber man kann halt das ganze CPIO-Tool, das irgendwie auch viele Dependencies hat, einfach durch ein Bash-Skript ersetzen. Das ist ganz nett. Der Code ist allerdings überhaupt nicht lesbar und er checkt auf keine Errors. Was auch ein typischer Fehler für Bash-Skripte ist, dass Leute einfach für alle möglichen Tasks grep verwenden. Grep-v grep, um halt grep wegzubekommen, wenn sie irgendwie
Process Lists parsen und so, so ein Standard-Ding, kann man stattdessen bei einer Process List einfach pgrep nehmen. Viele Leute verwenden Backticks bei Bash, das ist auch irgendwie so das Standard-Ding, das ich sehe, wenn ich irgendwie Code refactor oder Bash-Scripts refactor, wo, zu dem kommt es halt teilweise. Backticks sind, funktionieren zwar, aber man kann Bash-Commands, also Subshell-Aufrufe, nesten. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Subshell-Aufruf machen und sagen, ich möchte das Utility einstarten mit dem Output von Utility 2. Das geht, wenn man irgendwie diese typische Bash-Syntax hat mit Dollar, Klammer auf, Klammer zu, ganz gut. Wenn man Backticks hat, muss man bei der ersten Subshell escapen. Ja? Das kann sein. Okay. Ja, aber geht's so besser oder nicht mehr, oder? Es ist völlig wurscht, ob du jetzt Backticks nimmst oder ob du. Wirklich? Ja, ich meine, es macht beides eine Subshell. Also es im Bash-Code ist es beides gleich, das Parsing ist, glaube ich, noch anders. Ja, das kann sein. Das ist ein Bug, mach einen Bug-Report auf. Diese Sachen werden nur besser, wenn Leute Bug-Reports aufmachen. Das manuelle Argument-Parsing, was manche Leute machen, also halt irgendwie alle ARC-Parameter durchgehen und das irgendwie manuell machen, sehe ich auch die ganze Zeit. Ich meine, wenn man halt nur ein Argument hat, ist das voll okay. Bei längeren Sachen, wie man das aus C kennt, gibt es Get-Opts. Das kennen eh viele Leute, die viel Bash schreiben. Es gibt Leute, die irgendwie ARC bis zum Abwinken verwenden, aber keine ARC-Skript schreiben, sondern Bash-Skript schreiben, das mit irgendwie Hashbang, Rufzeichen bin bash anfängt oder bin shell und dann ist der Rest eigentlich ein awk-Skript. Das kann man gleich mit awk machen. Die meisten von diesen Sachen, die meisten Leute verwenden awk dann für typischerweise arithmetische Operationen, also Plus, Minus, Multiplikation oder Division. Verwenden auch gern Expr, wenn das jemand kennt, oder BC. BC ist halt der der Calculator von Linux im Userland. Es gibt auch DC. Bitte verwendet das alles nicht in Bash-Skripts, man kann das alles mit Bash-Buildings machen. Und es funktioniert meistens sogar schneller, als wenn man einen Subshell-Aufruf macht. Viele von diesen Tools haben ziemlich arge Bugs, was manche Sachen angeht. BC kann zum Beispiel keine Modulo-Operationen, das ist ganz nett. Da kriegt man dann irgendwas raus. Das liegt dann daran, dass es glaubt, dass alles Floating ist. Viele Leute verwenden gern Echo. Echo ist eigentlich okay, aber es gibt halt viele Stellen, wo man einfach Printf verwenden kann. Printf ist genauso ein Bash-Building wie Echo. Und Printf funktioniert in Bash genauso wie in den meisten anderen Sprachen, in C. Du kannst einen String angeben oder halt du gibst den Type an und dann halt wie lang das sein soll, das rauskommen soll. Was ich auch die ganze Zeit sehe, ist, dass Leute SEG verwenden, SEG 1 bis 15, um halt zum Beispiel einen For-Loop zu machen von Nummer 1 bis Nummer 15 für Range Expressions. Stattdessen kann man einfach Range Expressions in Bash verwenden. Es gibt ziemlich viele Core-Utils, die irgendwie mit Linux mitgeschippt werden, die diese ganzen Sachen einfach abnehmen. Manche davon sind gut, manche davon sind nicht gut. Pro-Tipp, es gibt Env, damit kann man anschauen, was eigentlich schon im Environment als Environment-Variable da ist. Viele Leute sind sich dessen nicht klar und verwenden jetzt nicht viele Userland-Utilities, um halt einfach einzelne Informationen über das System zu finden. Keine Ahnung, wo ist mein Home-Directory? Ich brauche nicht da irgendwie mit Base-Name rumscheißen. Welche Architektur habe ich? Das ist alles als Environment-Variable gesetzt. Viele wissen das sicher, manche wissen es nicht. Wenn man mal Env aufruft, gibt es echt viel, was man weiterverwenden kann. Und das Allerschlimmste ist natürlich, wenn Leute unheimlich lange, unleserliche Pipe-View irgendwie zusammenschreiben. Das wird dann so ausschauen. Also es ist nur ein Beispiel, das macht jetzt nichts Besonderes. Das ist absolut unleserlich und wenn irgendwann mal euren Code refactoren muss, das ist ein Wahnsinn. Also Code refactoren, es kommt noch an, es gibt Bash-Projekte, die ich schon gesehen 10.000 Zeilen haben. Das ist ein Wahnsinn. Wenn das dann so ausschaut, kann man das besser lesen. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Das habe ich aus dem Google Guide und das ist wirklich gut. Und die schreiben ihre ganzen Bash-Skripts so. Und wenn man sich irgendwann mal Google-Projekte anschaut, die zum Teil auch in C++ geschrieben sind, die haben auf Bootstrap-Skripts, die halt das Software-Environment aufsetzen oder administrative Tasks machen. Wenn man sich mal diese Google-Bash-Skripts anschaut, die sind echt, da glaubt man nicht, dass es Bash ist. Die sind wirklich gut geschrieben. Das hat einen Grund, weil die halt eine ziemliche Fluktuation mit Developern haben. Wenn ein Developer weggeht und es gibt halt irgendwie den einen Developer, der das Bash-Skript irgendwie verwaltet hat und weiß, was das genau macht, das will man das Firma halt nicht. Und das will man in den meisten Fällen auch als Admin nicht, wenn man dann vielleicht einen neuen Lehrling oder Zögling hat, der dann irgendwie mit deinem Bash-Skript rumscheißen muss. Das gleiche, sorry, die
hochkommen sind wegen LaTeX irgendwie hing worden. Aber das gleiche kann für einen Standard für einen Standard aufrufen möchte von keine Ahnung, dem Downloads-Folder wissen, wie groß der ist. Typischerweise verwenden Leute Org mit Print $1, um das erste Argument zu finden vom Output. Man kann das Ganze auch einfach wirklich plain in Bash machen und so raussuchen als Array. Leeres Slide, warum auch immer. Debuggen von Bash-Skript ist, wie jeder vermutlich weiß, der schon mal ein Bash-Skript geschrieben hat, Wahnsinn. Es gibt keinen wirklichen Bash-Debugger. Ich komme nochmal zurück, es gibt einen Bash-Debugger. Das Debuggen von Bash-Skript, vor allem wenn es fremde Bash-Skripts sind und man weiß nicht, was irgendwie genau bei einem Bash-Skript nicht funktioniert, ob einfach nur eine Userland-Utility fehlt, ob irgendwelche Assumptions nicht da sind, Environment-Variablen, Usernamen, die vielleicht irgendwo hardcoded sind, ist ein Wahnsinn. Die meisten Leute verwenden keine Paradigmen, die irgendwie aus dem typischen Software-Development kommen, die schreiben einfach Bash-Skript. Und wenn wir uns ehrlich sind, diese Bash-Skripts laufen im Großteil irgendwann einmal in Produktion. Ich bin bei Halbzeit, fuck. Deswegen sollte das Ganze auch ein bisschen fascher ausschauen. Ich habe ein paar Conventions aufgestellt, die kann man natürlich irgendwie diskutieren und auch abändern. Statt dem typischen bin.sh user.bin.env-bash nehmen, kriegt man die aktuelle Bash-Version, die in eurem System läuft, die vom Environment mitgegeben wird, hat den Vorteil, dass man dem Environment auch sagen kann, dass man unterschiedliche Bash-Versionen unterstützt. Keine Tabs verwenden, sondern halt 2 oder 4 Spaces, wie man das vielleicht von Python kennt oder von Ruby oder von jeder anderen Skriptsprache. Es schaut einfach besser aus, wenn du dann irgendwie einen relativ großen Codebaum hast und der ist dann irgendwie so intended, kann kein Schwein mehr lesen. Das gleiche irgendwie so typisch für Conditionals ist, dass sie inzwischen auf derselben Zeile ist, aber das ist irgendwie bei den meisten Bash-Skripts sehe. Also jetzt nicht so wichtig. Die Reddit-Leute haben eine ganz coole Convention eingeführt, dass wenn sie, es gibt keine Private Functions oder Public Functions in Bash, sie prependen die einfach mit 2 Underscores. Das wäre dann irgendwie eine Private Function. Ist ein bisschen besser, weil man halt automatisch beim Schreiben und beim Ausführen weiß, was man eigentlich macht. Ja. Also dass das eine private Funktion ist und nicht irgendwie eine Public Function. Wie in Ruby halt irgendwie Switch nicht intenden und so, ist alles nicht so wichtig eigentlich. Variablen immer escapen mit den geschwungenen Klammern. Es gibt noch ein ganz anderes cooles Tool, das gibt es für alle Programmiersprachen, die ich kenne, oder alle bekannten Skriptsprachen inklusive Bash, das heißt DocOpt. Da schreibt man in Plaintext im Endeffekt sowas wie ein -h, -help Text, also wo man halt sieht die ganzen Optionen, die das Ding unterstützt und so weiter. Das schreibt man einfach runter und dieser DocOpt-Parser baut dann automatisch einen praktischen GetOpt-Parsing für die Programmiersprache. Das gibt es auch für Bash, für Python, für Ruby, ist ganz nett. Wenn man das verwenden will, bei größeren Projekten vielleicht sinnvoll. Es gibt ein paar ganz coole Guides für Test-Driven Development mit Bash, das kann man wirklich machen und Unit-Tests machen und es gibt einige größere Projekte, inklusive Linux-Distros, die das wirklich verwenden. Das wäre ein Beispiel, das ist ein Tool, das heißt BATS, Bash Automated Testing System oder sowas. Du schreibst einfach einen Test und sagst dann, der Test macht eine Addition using BC, BC nicht verwenden, aber das ist ein Beispiel. Macht Echo 2 plus 2 BC, das Result sollte halt 4 sein, ist eh klar. Und das gleiche halt nochmal mit einem anderen Tool, mit DC. Es gibt ein paar andere coole Sachen für Dash-Driven Development in Bash. Das war recht witzig, das rauszufinden. Sam Stevenson macht relativ viel für diese Geschichten, er ist eigentlich ein Ruby-Typ, aber weiß halt auch, dass Bash überall rennt. Es gibt eine Implementierung vom Test-Anything-Protokoll, das war der Code, den ich gerade gezeigt habe, das ist BATS. Es gibt noch Sharness, das ist auch eine Test-Anything-Protocol-Library, die man verwenden kann, um Unit-Tests zu schreiben. Das gibt sogar ein Chef-Cookbook dafür, um das auszurollen. Es gibt noch ein Mercurial-Testing-Framework, ein Automated-Command-Line-Testing-Interface und die typischen Ex-Unit-Tests, die man von Java kennt oder von C, C++, Python. Es gibt einen Online-Bash-Linter, den haben vielleicht manche schon mal gesehen, das heißt nämlich shellcheck.org, der Code ist auf GitHub, ist ein Haskell-Skript, das evaluiert. Es gibt in Ubuntu noch das Tool Lintian und Check Bashisms, die schauen, ob halt diese typischen Bashisms, also die Art, wie man halt ein Bash-Skript schreibt oder wie das halt für Debian zumindest korrekt wäre, auch wirklich eingehalten werden. Es gibt einen Shell-Linter und noch ein paar andere Geschichten. Wie gesagt, Personal Opinion, man kann Bash für jeden Blödsinn verwenden. Ich habe das früher verwendet von Solaris über irgendwie HP-UX-Plattformen bis hin halt zu normalen Linux-Rechnern. Heutzutage kann man eigentlich sich überall darauf verlassen, dass man eine Bash vorfindet. Das heißt, ihr müsst nicht immer kompatible
Skript schreiben, ich habe das früher hardcore gemacht, also wirklich bauernscheiß Skripts geschrieben, dass das auf jeder Plattform funktioniert, jedes Userland Utility gecheckt, weil es auf Solaris vielleicht irgendwo anders liegt oder andere Command Line Options hat. Heutzutage hat sogar Solaris ein GNU Userland, also ziemlich wurscht, und die meisten Leute heutzutage verwenden Linux. Also im Vergleich zu vor einigen Jahren. Wer bei dem BSD-Buch war vorne, kein Schwein sitzt da. Und ich bin FreeBSD-Typ, also ehemals. Wie in jeder anderen Sprache, Helper-Funktionen schreiben, diese Funktionen testen. Wenn man Konstanten verwendet, also Read-Only setzen, also Read-Only, Uppercase die Constant und den Wert, das kann man noch nicht ändern. Das ist eine Variable, die man Read-Only setzt, also eine Konstante im Endeffekt. Kurze, gut getestete Funktionen schreiben. In Funktionen, wenn man Variablen verwendet und die sind nur funktionslokal, was eigentlich immer der Fall sein sollte, wenn man richtigen Code schreibt, die immer local setzen, dann gelten sie auch nur innerhalb von der Funktion. Jede Funktion mit dem Function-Keyword prependen, das ist früher optional gewesen, ist noch immer optional, man kann eine Function schreiben, indem man einfach Function, Klammer auf, Klammer zumacht und dann geschwungene Klammer. Wenn man Function davor schreibt, ist irgendwie klar, was das Ding ist. Schaut auch schöner aus im Code, finde ich. Wenn man Functions verwendet, einfach, man muss ja nicht unbedingt einen String zurückgeben, der dann true oder false sagt, man kann einfach den richtigen Error-Code mitfördern. Es reicht doch, dass man das, der Error-Code von dem letzten Command, das man in einer Function aufruft, ist automatisch auf den Error-Code, den die Function return. Das kann man gut einbauen, so kann man ziemlich geile Funktionen bauen. Unit-Tests schreiben. Und das ist auch aus dem Google-Style-Guide, und ich habe das auch irrsinnig oft gesehen, dass das Leute machen, eine Main-Function schreiben, von der, so wie bei Python, von der dann im Endeffekt die restlichen Funktionen und das restliche Programm aufgerufen werden. Das Coole dabei ist halt, wie auch in Python, du kannst das eigentliche Bash-Skript nehmen und in einem anderen Bash-Skript importieren, sozusagen ohne dass das Bash-Skript automatisch aufgerufen wird, du kannst einfach einzelne Funktionen weiterverwenden. Was manchmal sinnvoll ist, meistens eher nicht. Das wäre ein Beispiel für Defensive Programming in Bash, so eine Fail-Function, die jeder schon mal geschrieben hat, sicher mit einem Trap oder einem Cleanout-Code oder etwas, das irgendwie an Logger geschickt wird, damit es im Syslog landet, einen Error ausgeben, Exit 1. Local gesetzt, ist eh klar, das ist ganz trivial. Das wäre ein anderes Beispiel, das Ding checkt einfach, welche Linux-Distro da ist. Fun Fact, das ist übrigens die einzige Möglichkeit herauszufinden, auf welcher Linux-Distro man ist. Wenn die Distros BR installiert sind, gibt es kein LSB-Release. Das heißt, du kannst im Endeffekt nur checken, ob es ein etc-Release-File gibt und das dann untersuchen auf, das ist case-sensitive, aber vorne und hinten sind die Versionen halt durch die Wildcards weggenommen. Das heißt, da würde ich jetzt rausfinden, ist es Debian, ist es ein SUSE, ist es ein CentOS, ist es ein Reddit oder halt irgendein Reddit-Fork. Und dann gebe ich halt irgendwie einen Common String zurück. Das habe ich in einem Production-Skript auf einer HPC-Maschine, um einfach rauszufinden, in welchem Environment man sich gerade befindet, weil die Userland-Utilities teilweise unterschiedlich sind. Schaut nach, welche Linux-Distro ist das oder erkennt die Distro nicht und dann setzt halt eine Konstante für das Skript. Bei einem kleinen Skript ist es unnötig, aber wenn ich jetzt irgendwie ein 1000 Zeilen Bash-Skript habe, das irgendwelche Sachen aufsetzt, ist es ganz cool, dann eine Konstante zu haben, die sagt, okay, Linux-Distro, das ist halt immer der String und ich kann immer davon ausgehen, dass der String gleich ist, zum Beispiel kleingeschrieben Debian / EL für Enterprise Linux. Oder halt, wenn es nicht funktioniert, ein Return machen. Und Fail wird dann halt wieder diese Fail-Funktion von vorher aufrufen, das Programm abbrechen und halt nach Syslog loggen. 5 Minuten, das geht sich aus. Das ist eine komplett unnötige Funktion, die ihr nie brauchen werdet, aber das ist ein Beispiel dafür, was man machen kann. In dem Fall ist es ein lokaler Function Call, eine Function, die schaut, welche Debian-Version da ist und die Debian-Version als Single Unsigned Integer umwandelt mit printf. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass man das machen kann. Es gibt keinen wirklichen Sinn, das zu machen in dem Fall, aber wenn man mathematische Operationen macht oder zum Beispiel gewisse Argumente hat oder Parameter, die man irgendwie verwenden will, ist das zum Teil ganz praktisch. Also, das wird dann halt als U, als Unsigned einfach zurückgegeben, eh wie in C. Das ist noch ein cooles Beispiel, das habe ich aus einem Tutorial. Jemand, der sich einfach lauter kleine Functions für das Skript schreibt, die er dann nachher verwendet, die kann man dann auch cool testen, wenn man irgendwie eben eins von diesen Test-Frameworks verwendet, also zum Beispiel isEmpty, isFile, isDir, ganz einfache Funktionen, die machen einfach nur einen Test, schauen, ist das ein File, ist es ein Directory, das heißt, ich kann dann in dem Bash-Skript die ganze Zeit schreiben, if isDir, keine Ahnung, mein Home-Directory, dann mach weiter und dann pack halt irgendwas oder so. Ja? Bash-Support, Single-Handing, das ist vielen vielleicht eh klar, man kann die typischen Unix-Signale abfangen. Das heißt, ich kann ein Single Interrupt Kill oder sowas abfangen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand einen Kill an meinen Prozess schickt und das Bash-Skript, kann ich das abfangen und vorher noch einen Cleanup-Code ausführen. Oder das in Syslog schicken oder ähnliche Sachen. Das geht für alle Signale im Endeffekt. Auch das Kill? Ich glaube, da muss den Prozess sofort beenden.
Es geht für Kill auch. Es führt das noch schnell aus, aber es killt den Prozessor. Achso, wenn man selber das Kill in der Shell produziert? Na, auch wenn zum Beispiel der OOM-Killer vom Kernel machen würde, wird er die Funktion auch aufrufen, weil killt er das Skript sofort nachher. Aha, okay. Bei den anderen Sachen wartet das zum Teil noch, bis das fertig ausgeführt ist. Es kommt auf Signal an. Kill entkommen des Kernels. Ja, nicht wirklich. Der OOM-Killer killt dich früher oder später. Es gibt noch ein bisschen Trivia, man kann anonyme Funktionen Lambdas in Bash verwenden, absolut abgeraten davon, aber es funktioniert. Ich habe mir gedacht, das ist ein cooles Ding, das man herzeigen kann, habe ich irgendwann im Netz gefunden. Kann man dann im Endeffekt einfach aufrufen und hat eine anonyme Funktion, also eine rekursive Funktion. Der Sam Stevenson hat auch einen Profiler geschrieben für Bash-Scripts, der halt wirklich typisches Performance-Profiling macht. Der macht gerne ziemlich arge Sachen. Ist ganz useful, wenn man größere Bash-Scripts hat, die irgendwie viel interagieren mit zum Beispiel anderen Software-Sachen oder mit dem Environment oder mit zum Beispiel langen Kompilationsprozessen oder sowas. Für Bash-Debugging, wie gesagt, das ist mühsam. Es gibt eigentlich nur Bash mit EVX aufrufen. Dann kriegst du das Environment zurück, was Bash gerade ausführt. Und es gibt halt einen Bash-Debugger, den ich in meinem Leben noch nie probiert habe. Das Teil hat genau die gleiche Syntax wie GDB und kann sich an einen Bash-Prozess attachen. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding wirklich funktioniert. Das ist, glaube ich, nicht mehr wirklich maintained. Man kann sich's anschauen und wenn sich irgendwer freut, kann er das vielleicht mal weiter maintainen. Es ist auf SourceForge, also der Detroit auf Open Source Software. Es gibt viel mehr zu erzählen, aber ich kriege dir schon dauernd diesen Zettel. Ihr könnt mich gerne nachher noch fragen. Ich habe eben diesen Community Bash Tag gemacht. Der ist auf GitHub, da könnt ihr euch gerne einbringen oder coole Sachen dazu tun, die euch irgendwie in der Zeit auffallen sind. Oder halt, wenn ihr meint, nein, ich möchte unbedingt einen Type verwenden, das mit den 2 Spaces oder 4 Spaces ist mir viel zu Ruby oder zu Python-mäßig, könnt ihr gerne irgendwie ein Issue aufmachen und dann kann man das irgendwie ausdiskutieren. Und es sind einige Leute, die dann irgendwie doch auch aktiv sind und dann irgendwie ihre Meinung kundtun. Wie gesagt, jeder Input ist gern gesehen. Und ich habe noch ein paar coole Sachen, die man nicht machen sollte in Bash. Es gibt zig Frameworks dafür, objektorientiert Bash zu programmieren. Ich habe 5 Stück gefunden, es gibt noch ein paar mehr. Jemand hat einen Lisp-Dialekt als Wrapper, also als Return-Eval-Print-Loop in Bash implementiert, der ist Gherkin. Also man kann auch einen Lisp-Interpreter machen in Bash. Und das Beste von allen Bash-Trivia-Sachen ist, wer den originalen Bourne-Shell-Code vom Bourne angeschaut hat mal, der Typ hat in der Uni Argol 68 Compiler geschrieben, war ein totaler Fan von Argol 68. Die originale Bourne-Shell ist in C geschrieben, der Typ hat Heavy C-Makros verwendet, um mit Defines den Code so umzuändern, dass der C-Code ausschaut wie Argol 68, was vielleicht manche Leute dann irgendwie aufklärt, warum manche Sachen bei Bash so verrückt sind. Das ist. Hat jemand Fragen? Ja? Ja, Frage. Es gibt immer wieder Probleme mit der Teilnahme mit Abständen. Wie löst ihr das? Das ist vor I in Dollarstern. Geht das mit den geschwungenen Klammern? Ja, das würde das Auto expanden eigentlich. Ja. Also wenn du geschwungen hast, expandet das automatisch. Das Coole ist auch, dass du nicht einfach, das mit den Subkeys vergessen. Ich mache viel Crypto-Zeug. Das Coole ist, dass du das auch für andere Sachen verwenden kannst. Aber grundsätzlich auch, wenn du zum Beispiel immer Parameter übernimmst bei einem Shell, es gibt immer alles in Klammer setzen. Weil wenn jemand zum Beispiel einen User-Input hat oder so, könnte er einfach einen Strichpunkt machen und danach irgendwas anderes dran schreiben. Also es funktioniert ziemlich gut, wenn man das auch zusätzlich escaped, funktioniert das auch mit mathematischen Sachen und dass es irgendwie gut interpretiert wird. Kann man sich rumspielen, aber das Abstand wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Aber ansonsten, man kann auch theoretisch einen Input parsen und dann halt irgendwie einen Backslash machen und ich habe ein Endezeichen bekommen. Okay. Kann ich nur noch eine Frage nehmen? Wenn es schnell geht. Hast du den Bug-Report aufgemacht? Wie meinst du nochmal? Für was? Ich weiß, ich habe nichts verstanden. Für was genau? Das kannst du direkt im Bash machen. Das habe ich auch gemeint. Also die Bash-Arithmetik ist zum Teil auch performanter als manche von diesen Userland-Tools. Das ist ziemlich cool gemacht. Es kommt voll davon, welche Bash-Version man hat und wie das Compile ist. Also manchmal ist die Bash-Arithmetik schneller als die Userland-Utilities. Ich glaube, das.
Bis das nächste.